Gut, herzlich willkommen im Namen der Gemeinde Engelbertsdorf. Ich habe im Foyer gelesen, ganz oben beginnt ganz unten und vielleicht ist das genau der Grund, warum ich auch hier stehen kann und über die Aktivitäten der Gemeinde Engelbertsdorf, einer kleineren Gemeinde im Mühlviertel, einer Stadtrandgemeinde von Linz, hier berichten darf. Ja, die Einwohner unserer Gemeinde arbeiten auch überwiegend in der Landeshauptstadt. Wir haben in der Verwaltung etwa 20 Personaleinheiten beschäftigt und ein Budget von 12 Millionen Euro, damit Sie in etwa die Eckdaten einer kleineren Gemeinde kennenlernen. Seit Mitte der 1990er Jahre haben wir begonnen, die Verwaltung zu modernisieren. Wir haben versucht, einfach die alten Vorgehensweisen über Bord zu werfen und durch neue zu ersetzen. Im Bereich Personalmanagement haben wir einfach begonnen, durchgängig Mitarbeitergespräche einzuführen, was zu dieser Zeit überhaupt nicht üblich war in Gemeinden unserer Größenordnung. Es gibt seit einem jährlichen Ausbildungsplan. Jeder Mitarbeiter kann genau nachsehen, welche Ausbildungen für ihn geplant sind, die er auch zum Teil mitbestimmt hat und mitdiskutiert hat. Es gibt, und das ist aber ein ganz wichtiger Punkt, im Bereich der Bearbeitung, der Aktbearbeitung im gesamten Haus nur noch einen elektronischen Workflow, den wir gemeinsam mit unserer Partnerfirma Ökom in der Gemeinde eingeführt haben. Das heißt, es gibt im Ablauf der Verwaltungshandlung kein Papier mehr, nur dann, wenn es nach außen geht. Da sind wir noch an die Zwänge des Bürgers, der es in Papierform erhalten möchte, gebunden oder auch an die Vorgaben der Aufsichtsbehörde, die da auch noch nicht so weit ist und mit uns mitarbeitet. Im Bereich der Finanzen haben wir einen Produktkatalog erarbeitet, der bildet alle Dienstleistungen der Gemeinde ab, also alles, was die Gemeinde de facto produziert, und die können auch nachgelesen werden, und damit auch die Kosten wahrheitsgetreu ermittelt werden können, gibt es flächendeckend eine Kosten- und Leistungsrechnung, in der auch die gesamten Verwaltungskosten mit eruiert werden, und damit können wir hier sehr genaue Auskünfte erteilen und die Politik kann die Produkte der Gemeinde sehr genau steuern. Das letzte größere Projekt war das Qualitätsmanagement. Wir stellen dafür eine gesamte Personaleinheit, das ist für eine kleine Gemeinde sehr, sehr viel und eher unüblich, zur Verfügung. Dieses Qualitätsmanagement garantiert uns die Aufrechterhaltung der Qualität, indem die Verwaltungsprozesse überprüft werden, indem die Projektabläufe überprüft werden, ob die den Standards entsprechen. Also da legen wir jetzt einen sehr, sehr großen Wert auf die Qualität, weil wir auch drauf gekommen sind, dass eine garantierte Qualität auch sehr intensiv Kosten einsparen kann. Ja, dafür haben wir schon, wie schon erwähnt, auch zahlreiche Auszeichnungen bekommen, auf die wir natürlich auch immer wieder gerne hinweisen. Die zwei wichtigsten sind für uns der Anerkennungspreis Speyer im Jahr 2005 und zuletzt im Jahr 2011 das Zertifikat Management Excellence, zu dem auch ISO 9001:2008 gehört. Das war für uns sehr, sehr wesentlich, weil hier auch die Qualität der Dienstleistung manifestiert werden konnte. Mit dieser Veränderung, mit dieser Innovation und der Modernisierung der Verwaltung ist auch ein vermehrter Zugang zur Transparenz einhergegangen. Die Daten innerhalb der Gemeinde waren schon durch die Kosten-Leistungsrechnung transparenter. Die Politik selbst ist im Innenverhältnis auch sehr offen umgegangen. Eine Fraktion, also die Mehrheitsfraktion, zieht sich nicht auf die gesetzlichen Bestimmungen zurück und sagt, die anderen Parteien dürfen nur das sehen, was das Gesetz unbedingt vorsieht, sondern hier ist ein sehr offener Umgang gepflegt worden. Und das spiegelt sich auch dann in den Forderungen der Politik nach außen hin sehr intensiv wider. Das heißt, die Entscheidungen des Gemeinderates, das sind wohl die wichtigsten Entscheidungen in einer Gemeinde, die sind am Tag nach der Sitzung im Internet nachlesbar. Das heißt, wenn die Sitzung um 22, 23 Uhr endet, um 8 Uhr früh ist ein mehrseitiges Dokument im Internet nachlesbar, aus dem die Bevölkerung oder alle Interessierten die wichtigsten Entscheidungen der vortägigen Sitzung nachlesen können. Natürlich sind auch alle Protokolle des Gemeinderates öffentlich. Und hinsichtlich der Finanzdaten, wie auch schon erwähnt, Voranschlag, mittelfristige Finanzplanung, Rechnungsabschluss. Auch hier gilt das Gleiche, dass diese Daten sehr schwer lesbar sind für einen Laien. Und daher gibt es gerade zum Thema Voranschlag immer eine Erläuterung, wo eben auch wieder auf bestimmte Dinge in Wortform eingegangen wird, damit das der Bürger leichter verstehen kann.
Ja, unsere Dienstleistungen haben wir abgebildet im Produktkatalog. Also das sind wirklich alle Leistungen, externen und internen Leistungen der Gemeinde Engelsdorf zu finden. Auch dieser Produktkatalog ist natürlich im Internet nachlesbar. Eines der letzten Projekte, und das ist auch sehr umfangreich, ist unser Management Review. Über das Jahr 2011 haben wir ein umfangreiches Dokument erarbeitet. Das wurde im Dezember in der Gemeinderatssitzung dem Gemeinderat präsentiert, wurde dort akzeptiert und auch am nächsten Tag zur Verfügung gestellt. Darin finden alle, die es interessiert, die wichtigsten Entwicklungen der Kennzahlen, der Grunddaten, Einwohnerentwicklung, Namensentwicklung, also alles Mögliche, was sich in der Gemeinde getan hat, welche Entwicklungen die Gemeinde genommen hat, ist in diesem Management Review grundsätzlich nachlesbar. Das war der erste Versuch und das wird natürlich jetzt noch ausgebaut werden, weil wir schon zahlreiche Rückmeldungen erhalten haben, was sich die Bürger oder auch die Gemeinderatsmitglieder anders oder ergänzend vorgestellt haben. Der Gemeinderat hat im Vorjahr auch eine Strategieklausur abgehalten. Es gibt da diese Produkte in der Gemeinde Engelsdorf und darüber gelegt gibt es Politikfelder. Da haben wir uns an die Vorgaben des KDZ gehalten. Und der Gemeinderat hat für alle Politikfelder strategische Leitsätze beschlossen. Ich freue mich überhaupt, dass das bei vier Fraktionen einstimmig der Fall sein konnte. Unter anderem im Politikfeld 1 hat der Gemeinderat gesagt, die künftige Entwicklung des Bürgerservices sehen wir auch in einem sinnvollen Ausbau von E-Government angeboten. Und hat gleichzeitig auch die Forderung gestellt, sich am Prozess Open Data zu beteiligen. Und das war für uns der Startschuss, intern einen Workshop gemeinsam oder mit Unterstützung des KDZ zu organisieren, wo wir die Mitarbeiter erstmals informieren, was das überhaupt bedeutet, worum es hier geht. Und da hat uns das KDZ sehr, sehr intensiv beraten. Wir haben dabei eben natürlich alle Abteilungen mit eingebunden. Und haben sehr interessante Ergebnisse erhalten. Zu Beginn war es natürlich, was sollten wir schon Daten haben, was ist für einen externen interessant, was die Gemeinde Engelsdorf hier hat. Aber das hat sich im Laufe des Prozesses einfach gezeigt, dass hier mehr zur Verfügung gestellt werden kann, als man ursprünglich annimmt. Ja, das wird jetzt eine dauerhafte Arbeit der Mitarbeitenden sein, dass sie generell festlegen, ja, das sind Daten und die gehören auch öffentlich dargestellt. Also das Eruieren dieser Daten, das war jetzt in einem ersten Schritt und der Prozess geht ja noch weiter.